Nee, nee, ah, perfekter Standort. Jawohl. Zukunft? Bitte den Lautsprecher herbeamen. Wow, der ist geil. Ja, direkt aus der Zukunft in die Gegenwart gebeamt, die Hyphen. Und wer jetzt sagt, die Lautsprecher kommen mir irgendwie bekannt vor, aber hießen die nicht Konzept 50? Das ist absolut richtig. Diese Lautsprecher hießen vor 2 Jahren noch Konzept 50. Ich kann mich erinnern, wir haben sie das erste Mal auf der High-End gesehen. Mein Kollege Benjamin Mechler und ich sind da in den Raum vom Monitor Audio gekommen und haben gedacht: Wow, was sind denn das für Lautsprecher? Wie toll sehen die denn aus? Und ja, damals hießen sie Konzept 50, 50 deswegen, weil Monitor Audio 1972 gegründet wurde und 2022 war dann halt 50-jähriges Jubiläum und da hat sich Monitor Audio gedacht: Wir machen mal was ganz Besonderes, wir bringen ein wirklich neuen Lautsprecher heraus. Also nicht einfach nur eine Wiederauflage oder wir verändern mal ein bisschen das Gehäuse und tralala. Nein, wir entwickeln den Lautsprecher komplett neu und da ist dann eben der Konzept 50 entstanden. Aus dem wurde dann der Hyphen. Das gab dann noch so ein paar Upgrades, also ein paar Feintuning-Maßnahmen. Das heißt, die Füße wurden verändert. Das Array, in dem die Hoch- und Mitteltöner sitzen, da wurde ein neues Material genommen und auch die Gehäusestärke hat sich ein bisschen verändert. Alles eben, dass der Lautsprecher noch besser klingt und auch die Frequenzweiche wurde ausgetauscht. Und so ist dann aus dem Konzept 50 der Hyphen geworden, der im letzten Jahr im Mai so dann der Öffentlichkeit offiziell präsentiert wurde. Das heißt, ab da konnte er dann gekauft werden. Nun ist der Name Hyphen ja eher ungewöhnlich, aber im Englischen ist Hyphen einfach dieser Bindestrich zwischen zwei Worten, der eben die Worte miteinander verbindet, wie eben hier die zwei Säulen miteinander verbunden werden. Oder in der Architektur ist ein Hyphen das Bauteil, was zwei große Bauteile zusammenhält. Ja, dann ergibt der Name natürlich sofort Sinn. Und wer jetzt denkt, diese Klammer hier mit diesem Array hier vorne, das ist sozusagen das, was die beiden Bauteile, diese beiden Säulen zusammenhält, der irrt leider. Nicht leider, also er irrt. Hier sind zwei Gewindestangen drin, die sich dann jeweils in zwei Metallbrücken aufteilen, die über und unter den Tieftönern verlaufen und dann eben diese beiden Säulen miteinander verschmelzen. Und weil Monitor Audio gesagt hat, wir wollen wirklich einen neuen Lautsprecher machen, haben sie nicht einfach irgendein MDF-Gehäuse genommen. Nein, das ist ein Gehäuse, was aus einem Kunststein besteht. Der wird gegossen, dann abgeschliffen, poliert und bei den Farben Grün und Schwarz auch lackiert. Die Farbe Weiß hier, das ist sozusagen die Naturfarbe dieses Materials und ja, fässt sich sehr, sehr schön an und hat eben den Vorteil, dass es so gut wie akustisch tot ist. Also diesen Lautsprecher in Schwingung zu bringen, ist quasi unmöglich. Ich habe hier so einen ganz tiefen Bass-Track drüber laufen lassen, habe richtig voll aufgedreht und selbst der hat es so gut wie gar nicht geschafft, diesen Lautsprecher irgendwie in Schwingung zu versetzen. Da kommt natürlich auch seine hohe Masse von 106,9 Kilogramm dieser Tatsache zugute und dass er auch ein Forced-Cancelled-Treiber, Basstreiber-System nutzt. Dazu sage ich gleich noch mehr. Eine der größten Besonderheiten dieses Lautsprechers ist neben diesen zwei Säulen sicherlich dieses M-Array. Das ist ein Array, was aus 6 Mittentönern besteht und einem AMT-Hochtöner, der in der Mitte dieser Mittentöner ist. Und diese Treiberanordnung ist recht ungewöhnlich, hat aber einen guten Grund, weil Monitor Audio hat sich gesagt, wir wollen eine Punktschallquelle nachbauen. Und eine Punktschallquelle lässt sich eigentlich am besten mit einem Koaxiallautsprecher nachbauen. Ihr kennt das sicher, da hat man eben diesen großen Mitten-Tieftöner und in der Mitte von denen wird dann eben so ein kleiner Hochtöner gesetzt. Problem ist aber, wenn Musik gespielt wird, dann bewegt sich ja auch der Mitten-Tieftöner und die hohen Töne werden durch dessen Bewegung sozusagen abgelenkt, weil der wirkt ja wie so ein Waveguide. Und da hat sich der Monitor Audio gedacht, was können wir da machen, um das zu verhindern? Deswegen haben sie gesagt, okay, wir teilen einfach diese Mittentöner auf in 6 kleine, die wir um den Hochtöner drumherum anordnen. Das heißt, es ist dann eigentlich wie ein Koaxiallautsprecher, aber ohne die Nachteile eines Koaxiallautsprechers. Und Monitor Audio kann dann sogar einen AMT-Hochtöner
Hochtöner benutzen, der für seine brillante Hochtonwiedergabe bei uns HiFi-Freunden ja so beliebt ist. Schauen wir noch zwischen die beiden Säulen des HiFi. Da sehen wir zuerst diese Metallbrücken, die eben den Lautsprecher, die beiden Säulen zusammenhalten. Und hier sind dann links und rechts jeweils zwei Basstreiber, die das Forced-Cancelled-Prinzip nutzen. Das heißt, wenn man jetzt einen Basstrack laufen lässt, dann sieht man das ziemlich gut hier. Die bewegen sich nämlich synchron und dadurch heben sie ihre Schwingung gegenseitig auf. Was bedeutet, dass das Gehäuse drumherum kaum in Schwingung versetzt wird. Das ist eine ziemlich geniale Konstruktion, finden wir auch bei anderen Herstellern. Aber hier ist das sozusagen auf die Spitze getrieben und sorgt eben für einen sehr kraftvollen, sehr knackigen Bass, ohne dass wir hier unnötige Schwingungen auf das Gehäuse übertragen. Neben den Basstreibern sorgt auch das Gehäuse an sich natürlich für eine entsprechende Tieftonwiedergabe, denn hier ist noch ein Bassreflex eingelassen. Der geht hier unten raus, was bedeutet, dass dieser Lautsprecher auch gegenüber seinem Aufstellort recht neutral ist. Das heißt, man kann ihn auch in eine Ecke stellen und da klingt er auch noch gut, weil eben das ein Downfire-System ist und der Bass eben über den Boden zu uns an die Ohren kommt. Interessant ist auch, dass die Basstreiber eben auf derselben Höhe sind wie die Mitten- und Höhentreiber. Das heißt, da kommen wir wieder diesem Ideal der Punktschallquelle ziemlich nah. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, so ein Basstreiber, der ist eigentlich egal, ob der weiter hoch oder weiter tief ist. Aber wenn man es machen kann, warum nicht? Und sie können es eben und haben es gemacht. Und man hört es auch. Das ist einfach ein sehr toller Bass mit einem richtigen Punch und immer genau auf dem Punkt. Das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man das dann hört. Ich mache ja noch einen Klangtest und dann werdet ihr auch sehen, was ich meine. Wie wir es vom neuen Referenzlautsprecher von Monitor Audio erwarten dürfen, ist der natürlich auch für B-Wiring und B-Amping-Betrieb ausgelegt. Das heißt, wir haben ja die entsprechenden Anschlüsse. Und wer jetzt sagt, aber nein, ich möchte es im Single-Betrieb anschließen, da gibt es dann natürlich entsprechende Brücken dazu, die eben dann auch den Betrieb an einem einfachen Amp ermöglichen. Zu den Amps, also zu den Verstärkern, der Lautsprecher ist auf eine Leistung von 200 bis 1600 Watt ausgelegt. Das heißt, euer Verstärker sollte schon ordentlich Kraft mitbringen. Wir haben jetzt hier den Musical Fidelity M8XI dran. Der hat 2x850 Watt pro Kanal. Damit klingen sie wirklich sehr, sehr gut. Also der beherrscht den wunderbar, diesen Lautsprecher. Und damit macht es auch wirklich Spaß, Musik und alles andere anzuhören. Wo die HiFi sich ehrlicherweise nicht so sehr mit Ruhm bekleckern, ist beim Wirkungsgrad. Der liegt bei 86 dB. Ja, ist okay, aber geht natürlich besser. Wie gesagt, ein ordentlich potenter Verstärker sollte dran und dann habt ihr wirklich Spaß mit denen. Ich hatte auch den Rotel RA1592 dran. Der hat, glaube ich, 2x350 Watt an 4 Ohm und damit klingen die auch sehr gut, aber die Bühne ist dann doch nicht ganz so breit und so weit wie mit dem Musical Fidelity. Also da muss man auch schon ein bisschen gucken, dass man den richtigen Verstärker für die hat oder auch gern natürlich extra einstufen. Dann kitzelt man wirklich einen sehr hohen Detailgrad und eine tolle Bühne, also gerade die Bühne. Aber wie gesagt, wir machen jetzt gleich einen Klangtest. Ich habe es ja schon ein paar Mal angedroht, aber jetzt kommt er wirklich, der Klangtest. Dafür habe ich ein binaurales Mikrofon mitgebracht, was euch erlaubt, die Lautsprecher, die HiFi, so zu hören, wie sie bei uns klingen. Also nicht 1:1, das ist einfach technisch unmöglich, einen Klangtest übers Internet zu machen. Aber ihr habt zumindest einen Eindruck. Wichtig ist, dass ihr euch dafür Kopfhörer aufsetzt, weil ohne Kopfhörer werdet ihr diesen Klangeindruck definitiv nicht haben. Ich wünsche euch viel Spaß.
Das war der Klangtest. Ich hoffe, ihr konntet jetzt einen guten Eindruck davon gewinnen, wie diese Lautsprecher doch gerade, also gerade beim Bassbereich finde ich das schon sehr deutlich, wie gut sie den beherrschen und wie plastisch und prägnant sie ihn rüberbringen. Und auch das Bühnenbild, wenn man da beim Lautsprecher von sprechen darf, ist einfach so dreidimensional, so greifbar, dass es wirklich eine wahre Freude ist, diesen Lautsprechern zuzuhören. Und hier vor Ort, wir haben ja dann auch Schallplatten gehört und haben gesagt, wow, also es ist eigentlich egal, was wir mit diesen Lautsprechern hören. Es ist immer schön, ohne dass sie aber den Klang verfärben, ohne dass sie den jetzt irgendwie schön zaubern oder sowas, sondern nein, sie lassen ihn schon so, wie er ist, aber es klingt, selbst eine schlechte Aufnahme klingt damit richtig gut und macht Spaß. Und ermüdungsfreies Hören ist damit auch gar kein Problem. Das heißt, man kann stundenlang da sitzen und mit ihnen alles Mögliche anhören. Im besten Sinne Universallautsprecher, auch wenn vielleicht der ein oder andere High-End-Freund da jetzt die Nase rümpft, weil man weiß ja, dass es bestimmte Lautsprecher gibt, die für bestimmte Musikgenres besonders gut geeignet sind, aber dafür für andere Musikgenres dann nicht geeignet. Und ja, kann man machen. Man kann sich 15 verschiedene Lautsprecher für jedes Musikgenre hinstellen oder man kauft eben einmal einen Lautsprecher, der eben mehr oder weniger alles sehr, 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 sehr gut beherrscht. Und das ist halt der Haifen, auch wenn er zugegebenermaßen mit einem Paarpreis von 82.500 Euro doch wirklich sehr teuer ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein innovativer Lautsprecher, den es in der Form nirgendwo sonst gibt. Es ist kein Abklatsch, es ist eine absolute Neuentwicklung. Und garantiert im Jahr 2074, wenn euch da jemand besuchen kommt und diesen Lautsprecher sieht, wird er sagen, boah, was für ein moderner Lautsprecher. Obwohl der dann schon 50 Jahre alt ist, dieser Lautsprecher. Also kann man sich überlegen, ob man mal einen Blick riskiert, ein Ohr riskiert auf den Haifen, weil optisch und akustisch ist das echt eine Hausnummer, was Monitor Audio da abliefert. Und ohne Frage ein Referenzlautsprecher. Ohne Frage. Die Zeit vergeht wie im Flug, doch wenn ihr selbst nie bekommt genug, dann schaut doch bei unseren anderen Testvideos mal hinein. Da gibt es jede Menge interessante Sachen zu entdecken hier auf unserem Kanal. Und lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da und ein Abo und klickt die Glocke. Dann verpasst ihr kein weiteres Video hier mehr. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich freue mich auf euch.